Hallo und willkommen zurück zu einem weiteren Part von Kingdom Hearts Chain of Memories. Zum Finale! Ob das Finale ein Part dauert, weiß ich jetzt nicht. Was? Jetzt gilt's also, Sora, die letzte Schlacht! Bist du bereit? Das ist unsere letzte Schlacht. Of course I am! I'm an ass-kicking machine! Oh. Soon the emptiness will shatter your heart. Here in this world of nothingness! As lightless oblivion devours you, drown in the ever-blooming darkness! Nani! Das wird nicht einfach. Ich denke mal, Das dürfte kein Problem sein. Was? Ach so. Ah, da ist ein Riesen. Was macht der da? Weiß ich nicht. Heart will be scattered. Heal. Courage. Ah, das war falsch. Power. Heal. Sink into the darkness. Away. What? Yeah. Your heart shall be shattered. Ich merke gerade, der Kampf ist richtig leicht, weil der hat keinen Deck. Do you want to scream? Courage! Ja! Power! Ja! Sink into the darkness! Your heart shall be shut. You'll now know real fear. It's over! Alter, das zieht so viel. My heart will what? Ist das? Yeah, heal. Courage. Hallo. Heal. Where are you? Ich fange an, mich zu langweilen, Maluxia. Das kann doch nicht alles sein. Natürlich kein menschlicher Gegner, ne? Ich dreh mich nicht mal an. Aua.
Kann ich sogar in Ruhe aufladen? Warte. Ja. So. Komm, mach. Mach deinen Move. Brauchen wir nicht mal wirklich gute Karten geben. Na komm. Na. Hab ich dich. War's das jetzt? Hört sich nicht so an. Jetzt hat er wahrscheinlich richtig geiles Equipment. Das war ja nur so zum Vorgeplänkel. Das erste, was mir dazu einfällt. Was? Woher holt er sich diese Karten her? Ja, die Karten sehen geil aus von dem. Ich muss sagen, kannst nicht mal. Du bist schon wieder geheilt. Diese Entwaffnungsscheiß hier. Nein. Das war einfach. Ich habe ihn mir noch nicht mal so in Erinnerung. Aber na gut, es ist ja auch das RE Chain of Memories.
You okay, Riku? Not Riku. I'm a fake. I can't remember why I was created or where or when. All that's inside of me is time with you and Naminé. But I know those memories are not real. Gee, Naminé, can't you use your magic to put Riku's memory back to normal? Well, I... It's all right. I'll deal. Wait! Who cares if someone created you? You are you, and nobody else. You have your own heart inside you. Those feelings and memories are yours, and yours alone. They're special. Sora, you're a good guy. I don't have to be real to see how real your feelings are. That's good enough. Riku! Riku. Can you put our memories back? Yes. Not remembering something doesn't really mean that it's gone. What do you mean? When you remember one thing, that leads to remembering another. And then another, and then another. Our memories are connected. Many pieces are linked together, like they're in a chain that makes up each of us. I don't actually erase any memories, just take apart the links and rearrange them. You still have all your memories. So you can put them back together? Yes, but first, I have to undo the chains of the memories I made on my own. After I've done that, I have to gather up the memories scattered across each of your hearts, and then reconnect them. It might take some time, but I think it might work. No, it will work, I'm sure. It's my turn to look after you. You said you'd have to undo the links of the memories you made. But that means... Yes. You won't be able to remember anything about what happened here. Not even you? I'm sorry. It's the only way, I'm afraid. Sora, you have a choice. You can lose your memories of this castle and reclaim your old ones. Or keep your memories here, and give up the memories that you've lost. Do I have to choose? Yes. Make me like I was. Oh, okay. Nobody needs to keep a bunch of memories that aren't real, right? You want to remember all of the people who are really important to you. Anybody would choose that. To remember again, we have to sleep in that? Yes. It's going to take a little time, but I'll take care of you. Gorsh, when we wake up, we won't remember who you are anymore. But how are we gonna thank you? Don't worry about that. I'll just make a big note in my journal. And it will say, thank Naminé. Oh, good.
That makes me feel better. Well, good night then, Nominee. Good night, Goofy. You too, Sora. Okay. All of this may have started with a lie, but I really am glad that I can meet you, Sora. Yeah, me too. When I finally found you, and even when I remembered your name, I was happy. The way I felt then, that was no lie. Goodbye. No, not goodbye. When I wake up, I'll find you. And then there will be no lies. We're gonna be friends for real. Promise me, Naminé. You're going to forget making that promise. If the chain of memories comes apart, the links will still be there, right? So the memory of our promise will always be inside me somewhere. I'm sure of it. Yeah, you're right. Okay, it's a promise. Good. Until later. A promise. Huh. Sora, some of your memory's links are deep in the shadows of your heart, and I won't be able to find them. But don't worry. You made another promise to someone who you could never replace. She is your light. The light within the darkness. Remember her, and all the memories lost in the shadows of your heart will come into the light. Another promise. Look at the good luck charm. I changed its shape when I changed your memory. But when you thought of her just once, it went back to the way it was. Kairi! My friends! Naminé? Don't worry. You might forget about me. But with our promise, I can come back. A promise is a promise. Yes. One day the light... it will be ours, and it will bring us together. Till then, I'll be in your heart. Right. Forgotten, but not lost. Und das war's dann auch schon von Kingdom Hearts Chain of Memories. Ich glaube... kann ich das nicht? Ich werde die Audio rausschneiden. Tja. Also,
nach all den Qualen, die die letzten Endgegner mir gemacht haben, war der letzte Kampf ja sowas von... Naja. Interessant, aber nicht schwer. War sogar einer der leichtesten überhaupt. Und sehr einfach zu kontern war der Gegner auch. Aber ich fand das irgendwie cool, dass der mir die ganzen Karten weggehauen hat und nur die lagen dann überall verstreut. Das war schon, ja, da war ich erstmal geschockt, wo ich keine Karten mehr hatte und nicht mal nachstocken konnte. Ich musste wirklich alle Karten aufsammeln, damit ich wieder neue bekommen kann. Aber so ganz war es das noch nicht von diesem Projekt. Ich werde vielleicht da zwar eine Pause dazwischen drin einlegen, aber es kommt ja noch Doriku. Und der hat 13 Stockwerke, die in den Keller führen und er geht... Ich glaube nicht mal, dass es dann die Fälschung ist, mit der wir unterwegs sind. Und das ist dann für mich auch Blind, weil die Storyline von Riku, die habe ich gar nicht mal so intensiv gespielt. Die spiele ich aber auf leicht, weil das war mir jetzt so eine Qual. Selbst das Leveln war eine Qual. Die Gegner hauen da aber auch drauf, ey. Na gut, ich werde testweise den Soundtrack doch mal drin lassen und wenn die das Video muten oder sperren, dann werde ich natürlich nochmal hochladen ohne das Lied. Hier sieht man nochmal alle Charaktere aus jeder Welt. Aber wenn man diesen Teil nicht gespielt hat, dann ist man beim zweiten Teil wirklich erstmal verwirrt, was Sache ist. Weil man ja am Anfang keine Erinnerung hat, mit Roxas die Erinnerung so langsam wieder freispielt, könnte man sagen. Aber es hat auch lang genug gedauert, mit Roxas jetzt die Erinnerungen wieder zu bekommen. Die Parts habe ich ja schon hochgeladen. Und da geht's dann in Zukunft auch weiter. Aber wahrscheinlich werde ich das auch so machen, dass ich einmal den Part hochlade, dann Part von dem anderen Kingdom Hearts. Mal schauen. Erstmal muss ich noch meine Festplatte suchen, weil ansonsten habe ich wirklich ein Problem, das Ganze auf meinen anderen PC rüber zu tragen, aber egal. Aber nicht nur Sora hat die Erinnerung verloren, sondern alle anderen haben auch die Erinnerung an Sora verloren. Und da sieht man hier Roxas in Twilight Town. Und da fängt dann der zweite Teil an. Deswegen muss ich unbedingt den 3DS-Teil spielen.
Und hier... Denkwürdiger Schlummer. Naturtalent Zora. Oh, gleich 3 Trophäen. Fuck. Fortschritt Tagebuch. 87%. Ja, da fehlt noch einiges. Besiegte Gegner 4082. Besondere Belohnung 20. Ja, okay. 2 Welten habe ich wahrscheinlich die besondere Belohnung noch nicht geholt. Meistgenutztes Spezialmanöver Omnischlag. Also man sieht schon, den habe ich wirklich gerne genutzt. 141 Mal, what the fuck. Okay, und wir speichern das Ganze. Ich speichere es aber... Da wird ein Spielstand direkt vom Finale. Okay, dann kann ich ja die Spielstände überschreiben. Denke ich mal. So. Genau. Und dann müsste jetzt noch halt der Rico-Modus halt freigeschaltet sein. Den werden wir dann im nächsten Part in Angriff nehmen. Oh, wir haben sogar Kino. Ist das jetzt der... Rico-Modus? Warte mal, ich gehe mal auf neues Spiel. Ah, und jetzt kann ich wählen, mit wem ich starte. Okay. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Bye, bye, euer Zweneta.